Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, jetzt machen wir uns endlich mit Hermann auf dem Weg nach Epona. So, Hermann. Aha, das ist also der Anfang des geheimen Pfades. Sehr gut versteckt, muss ich zugeben. In Kürze werden wir das Grautaugebirge überschreiten. Dann dauert es nicht mehr lange, bis wir Frau X treffen. Lucy, ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir zusammenarbeiten, die GD blitzschnell ausschalten können. Okay. Auf ins Abenteuer. Ich fühle mich 20 Jahre jünger. Lucy, das wird sicherlich spaßig, aber zuerst müssen wir an den Fallen auf dem geheimen Pfad vorbei. Ich prüfe die Karte, während du reitest, und warne dich, wenn du zu nah an einer Falle kommst. Immer mit der Ruhe, aber nicht zu ruhig, Lucy. Frau X wartet in Epona auf uns. Wir müssen sie so schnell wie möglich treffen. Schon bald werden wir die GED, die Leviten gelesen. Hä? Schon bald werden der GED die Leviten gelesen. Komm jetzt, Lucy, auf geht's. Ja, los geht's. Müssen wir es hier. Ah. Okay, wir können also anscheinend nicht so lang gehen. Wir werden jetzt irgendwo hingesetzt, oder? Ja. Du hast den Anfang des geheimen Pfades über das Grautaugebirge erreicht. Es ist ziemlich nebelig. Und ich sehe gerade, Wild Honey möchte versorgt werden. Das war wahrscheinlich in der letzten Folge auch schon so. Sei auf der Hut. Das ist irgendwo eine Falle. Meint er den Baum? Ich hoffe, da können wir einfach drüber springen. ja, die Arme. Muss jetzt hier hungrig und durstig über das. Das war einfach. Das sollte gut gehen. Was sollte gut gehen? Habe ich irgendeine Falle übersehen? Falle, stopp. Falle, stopp. Huch, wo ist der denn durch? Ist der hier durchgefallen? Oh, hoffentlich sind wir schnell genug. Oh, das war knapp. Oh je, nee, das war knapp. Ja, das glaube ich auch. Und hier sind auch immerhin weiter diese, was heißt immerhin, immer weiter diese Meilensteine. Aber ich finde den Weg momentan ganz cool. Die Fallen, das geht ja bis jetzt auch noch. So. Ich denke mal, jetzt nach der Kurve kommt wieder irgendwas. Nein. Okay. Oha, das sieht bestimmt auch interessant aus. Das sollte so gehen. Falle. Hin zur Klippe und stehen bleiben. Was für eine Klippe? Wo müssen wir hin? Oh, 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 oh. Der ist schon wieder dadurch verschwunden. Mensch, was sind denn das für Steine hier? Okay, aber bis jetzt haben wir es ganz gut geschafft. So. Puh, ich dachte, unser letztes Stündlein hat geschlagen. Ja, ich wusste nämlich gerade nicht, wohin. Falle, schon bald. Nur die Ruhe. Ach, nee. Komm, okay, jetzt bricht der hier aus, sozusagen. Kommen wir jetzt schnell rüber. Okay, da war anscheinend ein anderer. Schnell rüber, schnell rüber. wenn man mal sehen könnte. Ach, da jetzt ist der da hinten. Und jetzt gleich der hier oben. Okay. Das sollte fertig sein. Puh, das war kein schlechtes Abenteuer, was? Oh, sind wir schon da? Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Das möchten wir uns mal ganz kurz ansehen. Ich weiß nicht, ob wir hier den Weg nochmal lang gehen können. Ach ja. Machen wir mal kurz das Interface aus. Das sieht doch schön aus. Grüntalwald. Gut, bis auf den Zaun da. Jarlason, die Koppelinsel da hinten. Jarlaheim. Jorvikstall. Die Goldspurfarm. Und hier drüben. Epona. Oh. Dann wird das da der Hof. Das ist doch der Hof, den wir. Genau, dann wird da Frau Pike wohnen. Der Hof von, wie hieß er denn? Irgendwas mit Stormheart. Der Herr Stormheart. Oh, keine Falle mehr da. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Sehr cool. Ja, bis auf, dass die GD hier auf uns wartet. Pass auf, ein GED-Wächter. Oh nein, er hat uns gesehen. Ja, das wäre auch. Hätte mich gewundert, wenn er uns nicht sieht. Oh oh, wo kommt der denn her?
Im Ernst? Mal? Schiebt er uns gerade an? Wo kommt er denn her? Achtung, der GED-Wächter hat den Alarm ausgelöst. Das ist nicht gut, Lucy. Wenn sie uns schnappen, werden wir nie herausfinden, was Frau X weiß. Dann werden wir die GED niemals stoppen können. Lucy, hör mir jetzt gut zu. Wir werden niemals beide von hier fliegen können. Verstehst du? Reite, Lucy. Ich bleibe hier. Ich weiß aber, dass das... Aber das ist unser einziger Ausweg. Sie würden mich erwischen, bevor ich nur einen Schritt getan habe. Aber ich habe dich reiten sehen. Du bist die beste Reiterin, die ich je gesehen habe. Du kannst es schaffen. Ich halte die Wache auf, damit du flüchten kannst. Du musst das machen, was ich hätte tun sollen. Du musst Frau X finden. Los jetzt, ich stoppe die Wache. Reite zur Sturmfarm und erzähle Harald Stormheart, was passiert ist. Ah, Harald hieß er. Da kommt die Wache. Wir haben keine Zeit mehr, Lucy. Finde Frau X. Finde Frau X. Okay, das möchte ich jetzt aber eigentlich nicht. Rennen starten. Oh, er hält Hermann seine Hand ins Gesicht. Wirklich, also wirklich. Oh ja, hier lang. Das wird knapp. Oh je, wo sollen wir denn hier lang? Oh Gott, okay, der ist zum Glück oben, der erwischt uns eigentlich nicht. Der... Oh, bleibt bitte, wo ihr seid. Oh Gott. Jetzt müssen wir wieder hier den Berg hoch. Die stehen da nur und sagen halt. Ups, nein, weiter, nee, wir müssen hier rum. Oh, wir haben ja auch eine Zeit, die abläuft. Wo müssen wir jetzt hin? Da sind Wächter. Oh je. Okay, hier rum und hier runter. Na, hier sieht es nicht mehr ganz so eng aus. Ich hoffe, dass wir hier nicht auch irgendwie durchs Gebäude müssen. Oh, unten. Na gut, jetzt müssen wir doch wieder langsamer machen. Oh, und hier müssen wir springen? Oh je. Jetzt sind wir aber vom Gelände runter. Was rennen geht weiter. Oh, da steht schon jemand. Rennen beendet. Tatjana Stormheart. Okay, dann sind wir zumindest schon mal auf der richtigen Spur. Hey, langsam, langsam. Wow, ich habe noch nie jemanden so schnell reiten sehen. Du kannst dich entspannen. Die GED-Wächter trauen sich nicht auf unser Land. Du bist jetzt in Sicherheit. Warum schaust du so besorgt aus? Hermann ist bei der GED geblieben? Ja, leider. Schnell, du musst meinem Vater Harald Stormheart alles erzählen. Beeil dich. Du hast angefangen, deinen Ruf bei den Leuten Nepponas zu machen. Okay. Beeil dich. Er ist ein alter Freund Hermanns. Nebenbei. Ich heiße Tatjana. Ich hoffe, wir werden uns später noch Zeit haben, uns näher kennenzulernen. Aber jetzt solltest du los. Beeil dich. Ja. Der Kompass ist immer noch da. Interessant. Da ist er. Da ist er. Wir sind auf der Sturmfarm. Wer bist du? Bist du von der GED? Hermann steckt auf dem GED-Gelände fest? Ach herrje, das ist übel. Ja. Hermann von der GED gefasst. Das ist gar nicht gut. Wenn er Glück hat, kommt er bei der Polizei mit Hausfriedensbruch davon. Aber ich bin da nicht so sicher. Sie wissen, dass Hermann sie aus der Erntefeldprovinz haben will. Und ich denke, sie werden diese Gelegenheit nutzen, um sicherzustellen, dass er in Zukunft nicht mehr gegen sie arbeiten wird. Ich weiß nicht, was ich tun könnte, um ihn zu befreien. Aber was habt ihr eigentlich auf dem GED-Gelände getrieben? Hermann sollte Frau X treffen? Ich habe viel über sie gehört, mich aber aus dem Kampf zwischen ihr und der GED herausgehalten. Aber wenn irgendjemand Hermann aus den Klauen der GED befreien kann, dann Frau X. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, damit du sie findest. Aber erst einmal habe ich mich hier auf meiner Farm lange genug abgeschottet. Ich habe mich hier von der GED versteckt, damit sie hier nicht herkommen. Stattdessen haben sie einfach ihr Gewerbe auf den Berg versetzt. Es spielt keine Rolle, wie sehr ich mich versuche zu verstecken. Sie machen am Ende doch, was sie wollen. Und jetzt haben sie eine Grenze überschritten. Hermann entführt? Das geht zu weit. Die GED muss gestoppt werden. Ich werde jede Hilfe gebrauchen können. Es macht keinen Sinn mehr, sich hier weiter zu isolieren. Und wenn jemand aus Jalaheim helfen will, ist er willkommen. Lucy, reite aus und schließe das Tor auf, welches den Weg zu meinem Grundstück und Jalaheim trennt. Achso, zu meinem Grundstück und Jalaheim. Okay, der Code lautet 1234.
Komm dann zurück und wir können darüber nachdenken, wie ich dir helfen kann. Okay. Ja, dann erstmal das Tor aufschließen. Das finde ich erst eine gute Idee. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Jalaheims Weg. Bin ich hier richtig? Ja. Ja, weil von da oben kommen wir ja von der GED. Aha. Oh, endlich in Epona. Oh, das sieht so schön aus hier. Ich mag diese Bäume hier am Wald. Genau. Am Weg. Sturmfelder. Das sieht so schön aus. Wenn nur dieses Unkraut nicht da wäre. Vielleicht ist das ja auch eine Daily hier, Unkraut zu jäten. So, der Schlüssel haben wir nicht dabei. Ach so, nee, wir brauchen ja den Code. Wir brauchen ja gar keinen Schlüssel. Klick, das Tor öffnet sich. Der Weg zwischen der Sturmfarm und Jalaheim ist nun frei. Reite zurück zu Harolds Sturmfarm und überbringe ihm die guten Neuigkeiten. Ja, endlich. Wir haben den Weg frei. Das heißt, ich weiß aber nicht, ob wir jetzt nochmal den Weg über das Grautaugebirge machen können. Na gut. Aber ist so schön. Ah, endlich, das Tor nach Epona ist offen. Das ist, oh, der Wahnsinn. Das bedeutet aber auch, Wild Honey muss jetzt viel trainiert werden. Und, ja. Oh, was ist das denn? Das sieht ja auch interessant aus. Und da ist diese große Burg, die wir schon von Südhof gesehen haben. Oh je. Hast du das Tor aufgeschlossen? Gut, dann kann ab sofort jeder von hier nach Jalaheim reisen. Und auch umgekehrt natürlich. Ich wünschte, ich hätte eine gute Idee, wie du Hermann vor der GED retten könntest. Aber leider fällt mir gerade nichts ein. Mein Gehirn arbeitet auf Hochtouren, aber ich kann dir nichts versprechen. Wahrscheinlich ist Frau X die einzige Möglichkeit, Hermann zu retten. Leider weiß ich nicht, wie man sie erreichen kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über sie, nur dass sie sehr mutig, intelligent und die Anführerin von Chill ist. Chill hält sich geheim. Es ist also relativ schwierig, mit dem Anführer in Kontakt zu treten. Aber eventuell weiß eine Person namens Pamela Moonriver mehr darüber. Sie wohnt im Mondsicheldorf in der Nähe des Vollmondstroms, der Fluss, der nach Süden fließt. Pamela hält ganz offen zu Chill, eine sehr mutige Frau, wie ich finde. Und wenn du ihr deine Situation erklärst, kann sie dir sicher helfen. Meine Tochter Tatjana ist gut mit Pamela befreundet. Sie kann dir helfen, mit ihr in Kontakt zu treten. Sprich mit Tatjana. Das machen wir. Oh, ich bin so aufgeregt, was wir hier jetzt alles noch... Es ist alles so neu hier. Boah. Cool. Wo war jetzt Tatjana? Oh nein. Tatjana? Das ist alles so grün. Das ist dieser Kompass. Ah, ja, hier oben. Das stört ein bisschen. Ah, hier gibt es noch mehr Tore, die verschlossen sind. Hey Lucy, konnte mein Vater dir helfen, Hermann zu retten? Nicht? Nicht gut. Sag mir, wenn ich irgendetwas für dich tun kann. Oh ja, wir müssen mit Pamela Moonriver reden. Du musst mit Pamela Moonriver in Kontakt treten? Ich kenne sie, ich kann dir helfen. Aber wenn du ins Mondsicheldorf möchtest, musst du das Tor bei mir erst aufschließen. Am Tor gibt es ein Zahlenschloss, genauso wie am Tor nach Jalaheim. Ich erinnere mich nicht mehr an den Code. Es ist zu lange her, seit jemand es öffnen wollte. Ich hätte eine richtig gute Methode, um ihn zu behalten. Wie ging sie nur? Ah, genau. Es ist ein Code mit 4 Ziffern und diese bestehen jeweils aus der Anzahl der Beine einiger Lebewesen. Die Lebewesen sind Bär, Pferd, Mensch, Ameise. Okay, 4, 4, 2, 6 müsste das dann sein. Verstanden? Du scheinst zu zweifeln, aber du kannst das lösen, Lucy. Komm zurück, wenn du meine Hilfe benötigst. Viel Glück im Mondsicheldorf. So, ich hoffe, das konnte ich mir jetzt merken. Ich hoffe, es ist richtig. 4, 4, 2 und 6. Klick, das Tor öffnet sich und der Weg zum Mondsicheldorf ist frei. Der Weg führt weiter zum Mondsicheldorf. Im Dorf wohnt Pamela Moonriver. Sie kann dir helfen, Frau X zu finden. Okay, aber Tatjana hat noch was. Das Tor an Inguns Klippe? Das Tor zur Wrackküste. Wir machen jetzt erstmal die Tore auf, ne? Wenn du willst, kannst du das Tor am Meer entriegeln. Es liegt in der Nähe von Inguns Klippe. Der Code lautet... wie ging er noch gleich? Ah genau, er ging genauso wie der Code des Tores zum Mondsicheldorf, nur mit anderen Tieren. Für dieses Tor musst du die Beine dieser Tiere zählen. Spinne, Schlange, Löwe und Hund. 8044. Ich hoffe, das kann ich mir merken. Ich schreibe mir das lieber kurz auf. Kleiner Augenblick. Okay. Dann hätten wir das.
Und es gibt ein verriegeltes Tor am Ende des Weges, welches zur Wrackküste führt. Zögere nicht, es aufzuschließen, wenn du die Zeit dafür hast. Der Code basiert ebenfalls auf der Anzahl von Beinen verschiedener Lebewesen. Bist du bereit? Käfer, Strauß, Fliege, Gepard. 6, 2, 6, 4. So. Hoffentlich klappt das. So, das machen wir jetzt aber auf jeden Fall noch. Die Tore und dann werden wir noch einmal ins Mutsicheldorf gehen. Dann wird das jetzt halt ein bisschen länger. das wird sowieso vom Zeitpunkt der Aufnahme an, bis das dann endlich kommt, werden noch ja, sehr, sehr viele Tage vergehen. Weil ich jetzt doch ordentlich dabei war, wirklich täglich aufzunehmen. So, hier hinten soll was Orangenes sein, da unten. Jetzt ist natürlich die Frage, aber es hieß ja nicht Wrackküste hier, oder? Ne? Ich hätte vielleicht gucken sollen, wo ich zuerst hin muss. Na gut, ich glaube, Ingruns Klippen, das kommt, glaube ich, eher hin. Ich versuche es mal mit dem ersten. Okay, klick, das Tor öffnet sich. So, das Tor an Ingruns Klippen. Geöffnet. Und wo kommen wir jetzt hin? Wie kommen wir da hin? Ich glaube, wenn wir dem Weg folgen, sollten wir da hinkommen. Sehr gut. Danach müssen wir nur noch Pamela finden. Nur noch ist gut gesagt, ich glaube. Es ist echt schwierig jetzt mit diesem Kompass da. Ich denke mal, aber der wird dann nach dem Neu-Einloggen verschwinden, denke ich doch mal, weil ich habe das jetzt alles seit Folge 237, glaube ich, also seitdem ich die Quest mit dem Sommerhaus abgeschlossen habe, habe ich alles hintereinander aufgenommen, weil ich einfach nicht mehr warten wollte. So. Und, kleiner Augenblick, 6264 müsste das sein. Klick, das Tor öffnet sich. Sehr gut, die müssen wir jetzt hoffentlich nicht mehr abgeben. Nee. Kommen wir hier auch zum Mondsicheldorf? Wo ist es denn? Da, da ist der grüne Punkt. Wir könnten hier lang oder wir könnten auch hier hoch. Ich glaube, wir gehen mal lieber da lang, wo wir lang sollten. Vielleicht gibt es da hinten doch noch irgendein Tor. Oh, was ist denn das? Gehört das mit zur Farm? Alte Sturmfarm. Die sieht ja auch nicht schlecht aus. Die ist ja cool. Die ja, wir müssen uns so viel angucken. Und hier oben ist noch eine Koppel. Oh Gott, es gibt so viel zu sehen. Ich muss mir auf jeden Fall dann mal Zeit nehmen, bald das alles anzusehen. Oh, und dann, ja, werden auch demnächst einige Pferde einziehen, auch wenn ich sie wahrscheinlich nicht gleich voll ausleveln werde. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wo war denn das? Ach, da oben läuft Tatjana rum. Genau, da ist das Tor. Ja, einfach weil ich so lange darauf warte, hier endlich anzukommen. Aber sie werden natürlich alle trainiert und ich möchte auch mit ihnen Turniere reiten. So, Championate heißen die ja hier. Okay, dann müsste es eigentlich gleich an dem Weg hier liegen auch. Oh, da hinten ist die... Ist das die Stadt? Sieht aus wie die Stadt. Oder gibt es hier mehrere? Na gut, hier gibt es ein Dorf und auf jeden Fall New Hillcrest. Da haben wir ja schon einiges von gehört. Mondquelle. Sturmfarm, Jalaheim. New Hillcrest, Mondsicheldorf. Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal ins Mondsicheldorf. Dann kann das nach hinten wahrscheinlich wirklich... Oh, ist das schön. Oh, die Häuser finde ich ganz cool. Oh, das ist diese... Also seitdem die neue Kamera da ist, gibt es hier ein paar Probleme grafisch, aber sehr schön gemacht. Sehr, sehr viele Blumen auch. Das finde ich ja nicht schlecht. Hallo du und willkommen im Mondsicheldorf. Ich heiße Pamela Moonriver. Wir sehen nicht oft neue Gesichter hier. Wer bist du? Ja, ich weiß, auch wenn es jetzt echt unfreundlich ist. Ah, du hast angefangen, dir einen Ruf bei den Mondsicheldorfbewohnern aufzubauen. Werde ich jetzt erstmal bei Pamela weggehen und mich jetzt noch nicht vorstellen. Tut mir leid. Aber das sehen wir uns für die nächsten Folgen auf. Jetzt schauen wir hier nochmal ein bisschen Mondsicheldorf. Hier gibt es doch Pferde irgendwo. So doof, dass man diese Karte jetzt nicht vernünftig sehen kann. Doch, das ist echt nicht verkehrt.
Oh, sie haben ja auch einen Arzt anscheinend. Camilla Turnstone. Zumindest hat sie so einen Kittel an und sie hat auch so ein Otoskop. Nee, Otoskop ist es nicht. Nein. Endoskop? Hier ist ein Transporter. Das ist schon mal gut zu wissen. Können wir den schon nutzen? Offenbar ja. Let's go, Junge. Das ist ja nicht verkehrt, wenn wir dann hier schon mal mit dem Transporter hinkommen. Aber ich suche immer noch den Verkaufsstall. Den müssen wir jetzt auf jeden Fall noch abwarten. Das ist so schön gemacht. Okay, ich glaube, da hinten geht's wieder raus. Da hinten sind wir doch irgendwo hergekommen, oder nicht? Da ist doch das Gebirge. Genau, der Weg müsste es sein. Hier ist auch jemand. Aber die Leute haben keinen Namen, oder wie? Es sind halt einfach nur so Bewohner, offenbar. Wo ist der Verkaufsstall? Der muss doch irgendwo hier sein. Hier geht's nicht weiter. Oh, wir sind gerade voll durchs Fischernetz durch. Ach, da hinten ist auch der Transporter. Gut, ich glaube, hier bin ich links. Dann gibt es auf jeden Fall auch Shops. Epona See. Was haben wir denn hier? Ausrüstung? Oh, ja, neu shoppen gehen. Oh, oh, ich sehe schon kommen. Das, wird wahrscheinlich nicht ganz günstig mal in der nächsten Zeit. Sehr schön. Hellblaues Wettbewerbszaumzeug. Ja gut, für sie jetzt nicht unbedingt, aber... Oh, traditionelle Epona-Zügel, aber die sind nicht verkehrt. Gibt es dazu auch den traditionellen Sattel? Hatten wir den schon? Das war... Ach der, Aber die Zügel gefallen mir auf jeden Fall richtig gut. Schwarze Abenteuerzüge. Das ist natürlich auch nicht so ganz günstig hier. Achso, wie sind denn überhaupt die Werte? Geschwindigkeit plus 3, das ist schon mal gut. Und Geschwindigkeit plus 3, also wäre Championats geeignet. Könnte man machen. Blaues Leopardenzaumzeug. Schwarze Wintertrense. Die ist schick. Aber hat Geschwindigkeit nur plus 1. Och Mensch. Wieso müssen denn immer so viele von den schönen Sachen so schlechte Werte haben? Blauer Leopardensattel. Ja, okay. Na, ich glaube, das lassen wir erstmal. Wollen wir mal zum See? Ja, wir gehen zum See. Oh, ich sehe gerade was anderes. Aber, nee, er ist nicht leer. Oh, die ganzen englischen Vollblüter stehen hier. Also, ich, wahrscheinlich nicht alle, aber... Oh ja, und irisches Sportpferd. Oder Pferde. Das sind ja, glaube ich, schon mal zwei. Englisches Vollblut. Ein Shire Horse. Noch mehr englische Vollblüter. Und ein Morgan. Ja, sehr schön. Also merken, Richtung See geht es zum Verkaufsstall auch. Da hinten ist sogar noch... Wäre noch Platz für ein Pferd? Sehr cool. Aber zum See müssen wir jetzt noch... Ich glaube, die Folge ist schon extrem lang, ne? Ja, also nach dem See machen wir auf jeden Fall mal Ende. Aber das ist einfach so, so schön hier. Also das muss ich wirklich sagen. Jorvik City, da das ist ja auch schön gemacht auf jeden Fall. Aber hier kann man wirklich mit seinem Pferd unterwegs sein. Und das ist... Ja, ich bin gerade so ein bisschen geflasht. Oh, das ist so... Aber das ist noch kein See. Wo ist denn der See? Hier stand ja noch Fluss, als wir darüber gegangen sind. Wo ist der See? Huch, man sieht hier auch nichts durch die Bäume. Da ist auf jeden Fall noch eine Mühle. Ach so, das hier ist der See. Bestimmt.
Ach ja, so ein Haus am See, warum nicht? Das wäre jetzt was, wenn man hier einfach mal sagen könnte, gibt es hier einen Heimatstall? Das ist ja total unvernünftig eigentlich, finde ich. Weil ich jetzt so schon meine Levelrunde auserkoren habe und ich immer sozusagen den gleichen Weg abreite, damit ich auch nichts vergesse am Rennen, aber das ist so schön. Na gut, dann würde ich aber sagen, war es das für heute. Ich werde dann eventuell noch mal ein bisschen rumschauen und ja, dann werden wir mal gucken. Beim nächsten Mal geht es dann sehr wahrscheinlich im Mondsicheldorf weiter bei Pamela. Also bis dann. Tschüss.